Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 18. Oktober 2021. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem unerwarteten, nicht geplanten Video. Denn heute am Montag sollte eigentlich gar kein Video online gehen. Aber irgendwie steht Disneyland Paris da drauf, die großen Neuigkeiten immer montags zu veröffentlichen. Und ich dann meine Mittagspause opfern muss, um ein Video aufzunehmen. Aber was man nicht alles so tut. Genau. Ich habe wirklich großartige Neuigkeiten, wie ich finde. Deswegen musste ich das jetzt aufnehmen. Es hat auch keine Zeit zu warten. Ich habe mich auch schon festlich gekleidet, obwohl wir ja noch Oktober haben. Dachte ich, bei den Neuigkeiten wirfst du dich mal in deinen weihnachtlichen Jersey und deine Ohren. Denn ja, es geht auch um die Christmas Season. Wir fangen aber erstmal mit anderen Neuigkeiten an. Das letzte News-Video ist ja schon ein bisschen länger her. Es gab hier und da mal so kleine News, aber es hätte sich nicht gelohnt, ein komplettes News-Video daraus zu machen. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, vom letzten bis zum heutigen Video. Ich glaube, knapp einen Monat oder so noch länger. Aber jetzt bringe ich euch auf den neuesten Stand mit den großartigen neuen Neuigkeiten. Wir fangen mit Neuigkeit Nummer 1 an. Neuigkeit Nummer 1 wurde schon länger announced, aber ich möchte es natürlich auch noch hier für die Vollständigkeitshalber nochmal erwähnt haben. Und zwar Rhythm of the Pridelands kommt zurück. Ja, die Show, die zur Lion King and Jungle Book Season zum Festival damals gelauncht wurde. In dem großen Theater, was im Frontierland ist, ganz hinten in der Ecke. Zurzeit ist da nichts. das Theater steht leer. Aber die Show kommt ab 23. Oktober zurück. Und ja, man weiß ja, dass sie... Also sie ist wirklich wunderschön. Also wenn ihr da seid ab 23. Oktober, schaut euch diese Show an. Denn es ist wirklich lohnenswert. Auch vor allem, wenn man König der Löwen liebt. Es gibt eine Neuerung. Die andere gab es vorher schon. Also die erste Neuerung ist, dass man sich jetzt auch für die Show garantierte Tickets kaufen kann. Ja, ihr habt gehört, kaufen. Auch Disneyland Paris möchte sein Geld mit den Shows verdienen. Nicht nur mit den Attraktionen, mit dem Premier Access Pass. Nein, auch mit den Shows, also mit der Show jetzt. Und zwar könnt ihr euch für 15 Euro ein garantiertes Ticket kaufen über die Disneyland Paris App. Ich habe auch schon geguckt, ist schon verfügbar, kann man schon buchen. Das heißt, wenn ihr ab dem 23. Oktober da seid und keine Lust habt anzustehen und auf jeden Fall die Show sehen wollt, könnt ihr euch für 15 Euro pro Person ein Ticket dafür kaufen. Ich möchte mir die Show schon angucken. Ich bin ja am Halloween-Wochenende dort. Aber ob ich jetzt 15 Euro dafür zahlen werde? Ich weiß nicht. Davon kann ich einmal Mittagessen im Bella Notte oder hier im Fuente de Oro Burrito oder so. Deswegen kommen wir zu Option 2, die es noch gibt. Und zwar die Mastercard-Tickets. Die wird es weiterhin für diese Show geben. Also wenn ihr eine Mastercard habt, könnt ihr euch gratis Plätze sichern für die Show. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Also früher war es so, als die Show noch lief, dass morgens um 8 direkt City Hall aufmacht und man dann sofort die Tickets holen musste. Und dann waren sie gefühlt nach 5 Minuten alle weg. Seit diesem Jahr ist es ja so, also in den Studios auf jeden Fall für diese andere Show, dass immer nur 2 Stunden vor der Show Mastercard-Tickets rauskommen. Also die man sich dann abholen kann für die Show in 2 Stunden. Vorher war es so, man geht morgens um 8 hin und dann sind die Tickets für den ganzen Tag weg. Es gibt, glaube ich, 2 Shows, wo man Mastercard-Tickets sich holen kann. Wie es dieses Jahr dann wird bei der Rhythm of a Pridelands Show, kann ich euch nicht sagen. Ich werde es natürlich testen, schauen. Um 8 Uhr morgens werde ich zur City Hall rennen und gucken, ob ich Mastercard-Tickets bekomme für die Show, für uns alle. Darauf hoffe ich ein bisschen. Also, weil 15 Euro pro Person, wie gesagt, davon kann ich einmal Mittagessen im Disneyland Paris. Und ich kenne die Show ja, aber wenn ihr wirklich nur einmal da seid, vielleicht für 1-2 Tage und die Schlangen sind wirklich lang, überlegt euch, ob ihr die 15 Euro vielleicht investieren wollt. Die zweite Neuigkeit, die ich für euch habe, bezieht sich auf Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen.
Ab dem 3. Dezember gelten nämlich neue Regularien. Erstens, dass man die Priority Card, also die orangene oder die grüne, jetzt auch online beantragen kann. Das ist neu. Vorher musste man immer in die City Hall oder zur Info in den Studios und dann da alles vorzeigen, die Papiere, und dann hat man das da ausgefüllt bekommen. Das geht jetzt schon online, also ab dem 3. Dezember. Dann, was glaube ich viele nicht so gefallen wird, ist, dass die kostenlose Begleitung wegfallen wird ab 3. Dezember. Das heißt, vorher, also meine Mama hat auch die grüne Karte, wenn sie mitfährt, die konnte dann immer noch eine Begleitperson kostenlos ins Hotel und auch in den Park nehmen, ohne Aufpreis. Das fällt jetzt weg. Stattdessen bekommt die zweite Person 25% Rabatt auf den Eintritt. Dann die orangene Karte. Ich sagen, da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung mit der orangenen Karte. Ich habe jetzt nur die Info von Inside Ears bekommen, ist, dass die orangene Karte nur noch ausgestellt wird bei einer Vorlage eines ärztlichen Attests, die eine langfristige Beeinträchtigung nachweist. Also, so wie ich das verstehe, wenn ihr euch, keine Ahnung, heute den Zeh brecht oder verstaucht, ich weiß es nicht, ne? Und das nur 5 Tage anhält, dann werdet ihr wahrscheinlich keine orangene Karte mehr bekommen. Früher war das anders, ich weiß es nicht genau, aber ich kenne mich halt nicht mit der orangenen Karte so gut aus, aber auf jeden Fall bekommt ihr jetzt die orangene Karte nur noch mit einem ärztlichen Attest ausgestellt. Werdende Mütter bekommen erleichterten Zugang bei den Attraktionen, die auch für Schwangere zugelassen sind. Also jetzt sowas wie Hyperspace Mountain oder so ist ja nicht für Schwangere zugelassen. Da bekommen die dann auch keinen erleichterten Eintritt. Ist aber eigentlich, finde ich, logisch. Und für Gäste mit Sehbehinderungen wird es jetzt eine App geben mit Audiobeschreibungen für die Attraktionen und auch für die Restaurants in Englisch und Französisch. Finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Ja, das waren auch, glaube ich, die Neuigkeiten ab dem 3. Dezember zu den Personen mit den Einschränkungen und Behinderungen. Und jetzt, wieder Trommelwirbel, kommen wir zu den großen Neuigkeiten, die heute bekannt gegeben wurden. Und es sind einige, kann ich euch sagen. Deswegen ist das der Hauptgrund für dieses Video. Und wir beginnen. Ich schreibe auch immer die Daten dann unten rein, dass das auch immer ganz klar ist. Ab 20. Oktober diesen Jahres wird es wieder Buffet-Restaurants geben. Jetzt denkt ihr, es gab doch schon vorher Buffet-Restaurants. Ja, die waren ja jetzt anders. Also zum Beispiel Plaza Gardens war ja mal ein Buffet-Restaurant. Da gab es jetzt letztes Jahr All You Can Eat, aber auf Bestellung nach Karte. Und dann hat man dann gesessen, hat man die ganzen Teile zugebracht bekommen. Dieses Jahr war es wirklich nur ein Menü im Plaza Gardens. Und jetzt, ab 20. Oktober, wird es wieder ein ganz normales Buffet. Das heißt, ihr lauft hin, nehmt euch einen Teller und schaufelt euch alles auf den Teller. Und dann geht ihr zu eurem Platz. Also alle Buffet-Restaurants werden wieder in ihre Ursprungsform zurückgestellt, sozusagen. Die nächste Neuigkeit ist, dass ab 23. Oktober bis zum 7. November es neue Halloween-Floats geben wird. Das sind halt die Wagen, die so vereinzelt durch den Park fahren. Bisher war es der Maleficent-Drache, diese Mickey Phantom Manor-Wagen, den habt ihr auch in meinen Vlogs gesehen. Und der dritte, den habe ich immer verpasst, ist Minnie in ihrem Kürbis-Halloween-Herbstwagen, den es damals auch zu einer normalen Halloween-Parade gab. Das waren die drei, die es bisher gab. Ab 23. Oktober wird es noch mehr geben. Welche weiß man nicht, wie viele neue, ob die alten bestehen bleiben, man weiß es nicht. Aber ab 23. Oktober bis zum Ende der Halloween-Season, bis zum 7. November, wird es neue Floats geben. Und ich freue mich darauf, die schon zu sehen Ende Oktober. Ja, und dann kommen wir zum Christmas. Ja, es gab schon Gerüchte, aber es wurde noch nicht offiziell bestätigt von Disney, denn es gibt eine neue Christmas-Parade. Und jetzt haben wir auch Daten, man weiß auch schon ein bisschen, wie sie aussehen wird. Es gibt mehr Neuigkeiten, da zeige ich euch auch gleich ein Video zu und ich freue mich so sehr. Ach, denn ich bin auch direkt natürlich zum Start der Christmas-Season da. Ich bin vom 12. bis zum 14. November auch im Disneyland Paris, also ich bin da vom 29. Oktober bis zum 1. November und dann nochmal 2 Wochen später, noch nicht mal 2 Wochen später, vom 12. bis zum 14. November bin ich auch vor Ort und berichte euch natürlich über alles, was ihr sehen könnt während der Christmas Season und zeige euch jetzt auch natürlich
die neue Parade. Ja, es wird eine neue Parade geben. Ich freue mich so. Also die alte war natürlich auch super schön, aber dass es endlich mal wieder eine richtige Parade gibt, darüber freue ich mich. Ja, ab dem 13. November bis zum 9. Januar wird es diese Parade geben, bis zum Ende der Christmas Season. Und es wird zwei Versionen geben. Es gibt einmal eine Tagversion und eine Abend-, also Nachtversion im Dunkeln. Und ja, in dem Video, was ich euch gleich zeigen werde, wird auch berichtet, dass, ne, dass die Parade sich transformiert, also dass es wirklich tagsüber anders aussehen wird als abends. Und ich bin sehr gespannt, wie die das umsetzen. Und ich zeige euch jetzt erstmal den Clip von Disneyland Paris. Noël revient à Disneyland Paris cette année et on est super excités parce qu'on a un joli cadeau, une toute nouvelle parade inédite, Mickey et sa parade étincelante de Noël. Chaque char a son propre sapin de Noël et évidemment, on a invité tous nos copains. Donald sera là, Daisy, Pinocchio, Stitch, Mickey, Minnie bien sûr, mais aussi le char des princesses qui est une grande nouveauté pour cette parade. Cette nouvelle parade, en fait, c'est une surprise parce que il y a une version jour et tout d'un coup, quand la nuit arrive, c'est un nouveau spectacle parce qu'il y a des centaines, des milliers de lumières qui illuminent ces chars et qui vont complètement raconter une nouvelle histoire et transformer les choses. Moi, ce qui m'émeut énormément d'avoir travaillé sur cette parade, c'est qu'évidemment aujourd'hui, je vous en parle, mais il faut savoir que derrière, il y a à peu près 200 personnes qui travaillent depuis 2017 dans l'ombre. C'est les designers, c'est les techniciens, c'est le son, c'est les chorégraphes pour offrir le meilleur spectacle pour nos visiteurs. Alors on est tous sur les starting blocks. En plus, déjà, on adorait Noël. Mais alors là, comment vous dire, on est super excités de vous présenter ce nouveau projet, ce nouveau spectacle, parce que c'est un spectacle version jour. Et attention, quand la nuit tombe à Noël, il se passe des choses incroyables. Und was sagt ihr zum ersten Eindruck der Christmas-Parade? Wie gesagt, ich habe die alte und das Lied auch sehr, sehr gemocht. Es ist so ein happy, catchy Song gewesen und ich liebe es immer noch, den Song zu hören. Bin sehr gespannt, welcher Song dieses Jahr kommt. Es wird natürlich, Prinzessinnen gehen ja natürlich immer und ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen werden. Mehr zur Christmas-Season kommen wir gleich. Es gibt noch eins, zwei, drei andere Show-Paradensachen, die ich noch gerne mit euch teilen möchte. Es bleibt immer weiter spannend, denn ab 21. Dezember kommt Illuminations zurück. Das Feuerwerk. Ich kriege so viele Nachrichten. Gibt es das Feuerwerk? Wann kommt es wieder? Wann ist das Schloss fertig? Und ich kann euch sagen, wenn Illuminations zurückkommt am 21. Dezember, ist auf jeden Fall das Schloss bis dahin fertig. Wahrscheinlich früher, denn wir kommen gleich noch zu was anderem. Aber ab 21. Dezember Illuminations. Ich weiß nicht, ob ich vor Ort sein werde. Ich versuche es, aber versprechen kann ich euch nichts, denn es ist unter der Woche und kurz vor Weihnachten. Mal sehen, ich probiere mein Bestes. Und ja, die vorletzte Neuigkeit geht weiter. Es geht um einen alten Klassiker. Ab 10. Januar 2022 kommt Disney Stars on Parade zurück. Ja, ab nach der Christmas Season werden wir wieder Disney Stars on Parade sehen. Das heißt, vor dem 30. Geburtstag sehen wir nochmal Illuminations und Stars on Parade. Ich hatte ja schon ein bisschen die Angst, dass wir beides nicht mehr sehen würden. Und dann, ne, es wird ja wahrscheinlich eine neue Parade und ein neues Feuerwerk geben zum 30. Geburtstag. Dass wir das nicht mehr sehen werden, aber es ist tatsächlich so. Und ich habe ja am 13. Januar Geburtstag. Und ich denke, ich werde zu meinem Geburtstag dann nach Paris fahren, um mir natürlich nochmal Stars on Parade anzuschauen und natürlich auch meinen 30. Geburtstag da zu feiern. Vielleicht kommen ja Daniel und Brina noch mit, ne? Also ich denke schon. Und ja, die letzte Neuigkeit, was Paraden etc. Shows angeht. Und zwar wird es Mickeys Magical Fireworks geben am 2. November, am 4. November und am 9. November diesen Jahres. Und es wurde geschrieben im Disneyland Park. Mehr wurde dazu nicht geschrieben, wo es stattfindet, weil ich denke mal, das ist, also um die Zeit war immer das Feuerwerk. Das war aber auf dem See vor dem Newport Bay Hotel. Und jetzt wurde geschrieben Disneyland Park. Also ob es jetzt am Schloss stattfindet oder woanders,
kann ich euch nicht sagen. Wenn es wirklich am Schloss stattfinden sollte, heißt es, dass das Schloss bis 2. November schon fertig ist. Das heißt, es kann gut sein, dass wenn ich da bin an Halloween, dass das Schloss bereits fertig ist. Aber da keine hundertprozentige Garantie. Wie gesagt, es wurde nur geschrieben im Disneyland Park. Vielleicht wird es weiterhin bei Newport Bay über dem See bleiben. Vielleicht auch im Park am Schloss. Wir sind ja nur bis 1. November da und der 2. ist halt Wochentag. Wir können uns leider nicht frei nehmen, sonst würde ich euch gerne dieses, ich würde es auch selber gerne sehen, dieses Mickey Magical Fireworks. Vielleicht seid ihr ja da und dann habt ihr die Gelegenheit, es zu sehen. Wie gesagt, 2., 4. und 9. November. Ja, und jetzt kommen wir zu weiteren Neuigkeiten zur Christmas Season. Ihr habt es ja schon gehört, die Parade oder die neue Parade wird es geben. Es wird, glaube ich, auch die ein oder andere Show geben. Im Videopolis wird es ein Sing-Along, die Sing-Along-Show zurückkommen. Mehr wurde bisher noch nicht so preisgegeben. Ansonsten, ja, gibt es noch ein paar Facts und ein bisschen Merchandise und ein bisschen Snacks, worüber ich euch informieren möchte. Ja, es wird natürlich wieder den großen Weihnachtsbaum am Anfang der Main Street geben. Den kennen wir ja alle. Und es wird auch natürlich wieder Schneeflocken auf der Main Street geben. Und zwar werden die mehr als 12 Mal pro Tag gestreut. Das ist ja eigentlich Schaum. Aber ich finde, das sieht immer so schön aus, wenn der Schaum da über die Main Street fliegt. Und die Musik da im Hintergrund. Ich liebe auch Weihnachten. Also ich mag Halloween. Ich freue mich jetzt auch an Halloween nochmal da zu sein. Aber ich freue mich auch so sehr schon auf Weihnachten, weil wir haben es ja auch schon 2 Jahre nicht mehr miterleben dürfen. Das ist so schön. Ja, und die Charaktere, wie jetzt an Halloween, werden sie natürlich dann auch an Weihnachten in ihren Weihnachtsoutfits am Bahnhof wahrscheinlich stehen. Meet and Greets wird es wahrscheinlich auch geben in den Christmas-Kostümen. Also Mickey, Minnie, Goofy, Stitch habe ich auch gelesen. Wahrscheinlich dann wieder als Weihnachtsmann. Ja, ich freue mich sehr. Ja, dann gibt es noch ein paar interessante Facts zur Deko in Disneyland Paris. Und zwar wurden 7 Kilometer, oder werden, ist ja noch nicht dekoriert, und zwar werden 7 Kilometer Girlanden in beiden Parks verteilt und auf dem Weihnachtsbaum. Ja, 7 Kilometer. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie viele Girlanden das sind. Dann wird es 11.604 Weihnachtsornamente überall im Park verteilt geben. Wer zählten die alle? Frage ich mich immer. Genau, 11.604. Welcher Praktikant hat diese 11.604 Ornamente gezählt, frage ich mich. Naja, sie werden schon irgendwie auf diese Zahl gekommen sein. Dann gibt es 78 echte Bäume in beiden Parks, also Weihnachtsbäume, dekorierte Bäume, Christmasbaumbäume in beiden Parks verteilt. Und noch ein paar Facts zur großen, es ist natürlich nicht echt, der große Tannenbaum am Anfang der Main Street, er ist 24 Meter hoch und wiegt unglaubliche 24 Tonnen und hat mehr als 1000 dekorative Objekte, also Ornamente, Geschenke, ich weiß nicht, was da alles dran hängt an diesem Baum, aber ihr kennt ihn, das ist, wird der gleiche sein wie jedes Jahr. Ich denke mal, so ein Baum, 24 Tonnen, kann man jetzt nicht so leicht wieder erneuern. Vielleicht hängen sie ein paar neue Ornamente drauf. Und, das finde ich auch sehr interessant, den nächsten Fakt, mehr als 37.000 Pflanzen werden in 4 Tagen eingepflanzt. Also ihr wisst, also dieses Jahr ist es sehr knapp von der Halloween-Season zur Christmas-Season. Im Prinzip haben die Mitarbeiter meistens nachts nur eine Woche Zeit, alles von Halloween wegzuräumen und alles von Christmas hinzustellen. Also das machen die ja meistens nachts. Wenn man morgens dann immer, wenn man, sagen wir mal, in der Woche zwischen Halloween und Weihnachten da ist, ist es immer sehr interessant, weil jeden Tag kommt mehr Halloween weg und mehr Weihnachten drauf. Und 37.000 Pflanzen in 4 Tagen einzupflanzen? Respekt! Dann gibt es 200 neue Kostüme in der neuen Christmas-Parade und ja, ich bin sehr gespannt, wie die aussehen werden. Jetzt kommen wir zu Snacks. Natürlich wird es in den Restaurants wieder, wie immer auch an Halloween, spezielle Weihnachtsmenüs geben, Truthahn, Suppen etc. pp. Das wird halt immer angepasst an die Seasons, aber es gibt auch tolle Snacks und sie haben sogar gesagt, Disneyland Paris, Instagrammable Snacks. Also für uns, um das Schloss vorzuhalten, bis dann ist es hoffentlich fertig, können wir endlich wieder Snacks vor Schloss halten. Was, also ich fände es super. Ja, es wird Minis Christmas Tartlet geben. Dann wird es Gingerbread Trees geben, also Lebkuchenbäume.
Und Olafs Schokoneige, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das ist irgendwie ein warmes Getränk mit Bananenpüree und Sahne. Klingt auch sehr exotisch. Aber ich werde natürlich alles testen für euch, ne? Wenn ich da bin am 13. Dann, was ich auch richtig schön finde, aber ich werde mir das wahrscheinlich nie leisten können. Im Hotel New York und im Newport Bay wird es weihnachtlich dekorierte Zimmer geben. Also mit Weihnachtsbaum und Girlanden und alles Mögliche. Und es wird auch Überraschungspakete für Kinder und Erwachsene geben, wenn ihr diese Zimmer bucht. Ich weiß nicht, was die kosten. Könnt ihr euch gerne mal informieren in der Hotline oder online. Aber das wird wahrscheinlich meinen Rahmen sprengen. So oft wie ich da bin, kann ich mir kein weihnachtliches Zimmer leisten. Und jetzt kommen wir zum Schluss zum Merchandise, mein Lieblingsthema. Und zwar gibt es einen, also jetzt nicht den, aber es gibt einen neuen Christmas Jersey. Da zeige ich euch natürlich jetzt auch die Bilder, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Der wird 60 Euro kosten. Werde ich mir natürlich auch kaufen. Natürlich. Ich bin ein Spirit Jersey Opfer. Es wird eine neue Figur geben und zwar Mickey's Dazzling Christmas Parade, eine Figur, die habt ihr jetzt gesehen. 159 Euro wird die kosten. Dann gibt es natürlich neue Ornamente, die variieren natürlich vom Preis, beginnt so ab 8 Euro. Dann irgendwie haben sie gesagt, es gibt neue Minimaus-Ohren für 23 Euro, aber für mich sind die nicht neu. Also ich habe die schon hier, gold-schwarz und damals waren sie bei der Tinkerbell Collection draußen. Aber man kann sie ja mal um Design sagen, ne? Das sind jetzt die neuen Christmas-Ohren, obwohl sie schon bei Tinkerbell draußen waren. Das ist halt Disneyland Paris. Aber es gibt neue Minnie-Maus-Ohren. Kann ich jetzt schon von hier mitnehmen. Brauche ich sie nicht nochmal neu kaufen. Und es gibt zwei Adventskalender tatsächlich. Den einen habe ich schon gesehen vor Ort, der ist mit Schokolade gefüllt. Und der andere, den werde ich mir, glaube ich, echt holen. Denn da ist Tee und irgendwas Tolles, Fancyes drin. Also Tee habe ich gelesen und irgendwelche Spices, Gewürze oder so. Ich werde ihn mal anschauen. Ich hoffe, den gibt es noch, wenn ich da bin, Ende Oktober. Oder dann zur Christmas Season. Ich bin sehr gespannt. Und das waren alle Neuigkeiten, die ich mit euch teilen durfte. Was sagt ihr? Seid ihr gespannt auf die Christmas Season und auf die Parade und alles, was jetzt kommen wird? Also ich finde, wir kriegen so ein bisschen Normalität zurück mit den ganzen Shows, mit den Paraden, mit dem Feuerwerk. Natürlich ist immer noch, ne, Corona-Regeln, Maske etc., PP, 3G, was auch immer. Aber ich finde, mit den Shows kommt ein ganzes Stück Disneyland Paris Magie zurück. Denn Disneyland Paris kann wirklich Shows. Also wenn ihr da seid, nehmt euch die Zeit für Shows, für Paraden, weil das kann Disneyland Paris wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich, dass ein Stück Normalität uns zurückgegeben wird in Form dieser Shows und Feuerwerke. Kommentiert gerne mal unten, was euch an den Neuigkeiten am besten gefällt, worauf ihr euch freut. Weil ihr das nächste Mal hinfahrt, werdet ihr irgendwas von den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, dann auch machen. Vielleicht seid ihr auch zu diesem Magical Firework, Mickey's Magical Firework da im November. Berichtet mir gerne unten in den Kommentaren. Und ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!